Endlich ist es da. Das E-Center in Naumburg präsentierte am Tag der Deutschen Einheit das erste regionale Stickerheft. Der Ansturm seitens der Kinder, Eltern und Großeltern war dementsprechend groß. Naumburg 05, der NBC und klar in der Fusion die Jugendspielgemeinschaft haben mit uns was ganz Tolles auf die Beine gestellt. Und das haben wir heute erstmalig hier in der Vorstellung. Und zwar haben wir ein Sticker-Sammelalbum kreiert, wo Kinder, Vorstand, Trainer sich selber sammeln können. Also à la Panini-Sammelsticker-Album. Hier ist bloß nicht Mario Götze drin, hier ist was viel Schöneres drin. Hier sind die Kids aus der Heimat drin. Vorn sehe ich immer Foto. Ja. Ist das jetzt immer alles persönliche Hefte? Das ist das Tolle dabei, dass für den Vereinen dieses Heft in einer Auflage gedruckt wurde, wo jeder Einzelne sein eigenes Heft bekommen wird. Ja, und hier steht neben mir der Stefan Rupp, nämlich den muss ich ganz besonders hervorheben, weil der hat mich tierisch unterstützt. Und Stefan, guck mal. Das ist dein Heft, ja. Ja, was ich dir heute übergebe. Hier bist du vorne drauf. Kannst du deinen Enkeln, Urenkeln später mal noch zeigen? Ja, mit Sicherheit. Ja, sowas Tolles. Nee, es sind viele Gänsehautmomente bei der ganzen Entwicklung. Ich muss Daniel noch richtig echt Danke sagen, dass er uns die Chance gegeben hat. Schon von der ersten Idee war die erste Gänsehaut, wo wir dann die erste Preview da hatten von dem Heft als PDF. Zweite Gänsehaut, wo jetzt 14 Tage lang in ganz Naumburg die Plakate hingen. Dritte Gänsehaut heute hier, wenn man sieht, wie die Kinder hier stürmen. Wir wissen, dass die ganzen Kinder teilweise 3 Nächte nicht schlafen konnten, die zu Hause gewartet haben. Und wann geht's endlich? Und dir aber ganz herzlichen Dank. Gerne. Für die ganze Sache. Gerne. Und hoffentlich bringt es auch den Erfolg, den wir uns wünschen. Jetzt heißt es sammeln, sammeln, sammeln. Die begehrten Sticker sind seit Dienstag im E-Center erhältlich. Das Stickeralbum war aber nicht der eigentliche Grund, warum am Hallischen Anger so viel los war. Wir haben hier einen Einheitstag der Deutschen Einheit, Einheitskinderfußballfest organisiert, wo neben uns natürlich, hier neben dabei die Firma Diart Foto mit ihrem Fotobus dasteht, wo die Feuerwehr wieder mit da ist mit der Riesendrehleiter, das technische Hilfswerk mit dabei ist. Aber auch die Fußballer selbst haben einen schicken Parcours für die Kids hier organisiert. Nicht nur für die Kids, vielleicht versucht sich auch mal ein Trainer beim Torwandschießen oder Geschwindigkeitsmessen. Werde ich nachher selber auch mal machen. Mal gucken, was ich noch so auf der Kirsche habe. Auch wenn das Wetter nach warmer Kleidung verlangte, war die Stimmung auf dem Platz sehr gut. Und alle hatten dabei ihren Spaß.